Hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Hier erfährst du alles, was mit dem Thema Krypto und natürlich Bitcoin zu tun hat. Wir traden im Moment bei 42.250 US-Dollar. Wir haben gestern sogar einen kleinen Tipp unterhalb unserer wichtigen 40.000-Dollar-Marke gesehen. Was jetzt wichtig wird und vor allem, was ich jetzt hier auf dem Daily-Chart entdeckt habe, das solltet ihr unbedingt jetzt nicht verpassen. Deshalb scrollt gerne mal nach unten, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, wir starten direkt rein in die Chart-Analyse nach dem Intro. Let's go! So Leute, dann herzlich willkommen zu einem neuen Video und herzlich willkommen hier heute etwas später, weil ihr wisst ja, ich habe heute ein paar Termine gehabt, aber jetzt will ich euch natürlich hier trotzdem ganz schnell updaten. Und zwar, ihr seht ja im Moment ganz gut, dass wir hier erstmal hier sogar Richtung 39.600 Dollar gestern abverkauft worden sind. Wir hatten hier diesen kleinen Dip nach unten jetzt gesehen, sind aber dann erstmal wieder gut hier rejected worden und traden im Moment jetzt bei 42.260 US-Dollar. Man muss natürlich jetzt auch ganz klar sagen, dass das jetzt hier erstmal nicht so gut mehr aussieht, ja. Weil wenn wir uns das jetzt hier auf dem 4-Stunden-Chart ansehen, ist es jetzt wirklich so, dass wir immer tiefere Tiefs machen, ja. Ist jetzt hier, wir haben das Tief rausgenommen, wir haben dann sogar das Tief hier rausgenommen, was eigentlich ein sehr starkes und sehr, sehr gutes Tief für uns war. Ja, selbst das hatten wir dann rausgenommen gehabt. Und wenn wir uns das Ganze hier unten auf dem Volumen mal anschauen, ja, und hier extra mal ein bisschen näher reinscrollen dann für euch, so, dann sehen wir halt hier auch ein Volumen, dass sich wirklich dennoch gutes Buy-Volumen hier an den Start gekommen ist, ja, in dieser Zeit hier, mit diesen zwei Candles. Aber man muss natürlich jetzt definitiv sagen, man muss jetzt sich darauf einstellen, dass wir gegebenenfalls nochmal tiefere Preise sehen könnten und gegebenenfalls nochmal bis 37.000 und absolut Worst-Case-Szenario auf 33.400 bzw. 33.500 Dollar nach unten fallen könnten. Aber was jetzt ganz wichtig ist, Leute, und dafür schauen wir uns jetzt mal den Daily Chart an, denn ich habe mir dann gestern gedacht, ja, wieso stoppen wir denn jetzt zweimal direkt hier an dieser wichtigen Marke von 40.500 Dollar? Und jetzt kommt es nämlich, weil jetzt schauen wir uns das Ganze an und jetzt wird es sehr wichtig, Leute. Denn wenn wir uns das Ganze auf dem Daily Chart anschauen, dann sehen wir hier Folgendes, dass wir perfekt, im Moment perfekt unsere Hochs hier wieder angetestet haben, Leute, und das könnte natürlich sein, wenn wir jetzt hier einen schönen Bounce sehen, ja, über die nächsten zwei Tage, beziehungsweise jetzt über bis zu Ende der Woche, dann gehe ich wirklich davon aus, dass wir das Ganze hier nochmal, diese Hochs hier regetestet haben, weil, wenn wir uns selbst auf den 4-Stunden-Chart nochmal anschauen und jetzt schauen, wo diese grüne Linie hingeht, und zwar einmal hier, Widerstand, Widerstand. Hier haben wir auch mehrere Stunden lang an dieser Zone getradet. Dann, wenn wir hier weiter nach vorne gehen, schaut euch das mal an. Widerstand, Widerstand, nochmal Widerstand. Dann, wenn wir sogar noch weiter vorgehen Richtung unseres Bullruns, ja, Start des Bullruns, hier 6. Februar, was ist hier passiert? Widerstand, was ist hier passiert? Nochmal Widerstand, sogar am 8. Januar. Das heißt, dieser Wert von 40.599 Dollar, Leute, da müsst ihr jetzt unbedingt aufpassen, zeichnet euch den unbedingt ein. Das Ding muss jetzt einfach halten. Wenn das hier brechen sollte, gehe ich wirklich davon aus, dass wir sogar gegebenenfalls nochmal Richtung 33.000 Dollar nach unten fallen könnten. Aber da sollte dann spätestens Schluss sein, weil dann unser großer, großer Support von unseren, seit unserem Corona-Crash hier dann zu tragen kommt. Und zwar hatten wir hier Support, wir hatten hier nochmal Support. Wenn wir uns das hier drüben nochmal anschauen, auf dem Daily Chart hatten wir hier Widerstand, hier nochmal Widerstand, ja, und hier war der Corona Crash hier nach unten, ja, ihr erinnert euch. Und ja, Leute, da solltet ihr jetzt auf jeden Fall ein Auge drauf werfen, zeichnet euch auch die weiße Linie drauf ein, auf dem höheren Timeframe sieht es jetzt erstmal so aus, als würden wir hier jetzt Support finden, aber ganz wichtig, Bitcoin muss das Ding einfach halten, wir dürfen hier jetzt in dieser Woche nicht hier drunter fallen, weil sonst gehe ich wirklich davon aus, dass wir hier nochmal die 34.000 bzw. 33.000 Dollar antesten, gegebenenfalls, wie lange sich das hier oben halt hält, ja, und wenn wir hier erst runterbrechen, klar, dann verschiebt sich natürlich das Ganze dann Richtung 35.300 Dollar hier nach oben, Leute, ja, das solltet ihr unbedingt im Auge behalten, und das behalte ich jetzt auch im Auge, aber solange das jetzt hier erstmal hält, wage ich jetzt mal eine kleine vorsichtige Prognose, dass das jetzt erstmal gut aussieht. Weil, wenn wir uns jetzt hier unten auf dem Daily Chart nochmal den RSI anschauen und den RSI uns hier zu Gemüte führen, ja, dann seht ihr hier Folgendes. Und zwar seht ihr hier ganz gut, dass wir einmal hier unten angetauscht sind. Das war hier bei unserem krassen Sell-Off, was wir hier hatten.
Und dann nochmal hier unten, da wären wir fast nochmal auf unsere 20er Marke gekommen. Und jetzt, Leute, haben wir mit diesem Dip, was wir hier gesehen haben gestern, haben wir hier genau wieder unsere 30er Marke, also genau dieses Low hier unten angetestet. Hier, schaut euch das mal an. Seht ihr das hier unten? Ja, ich mache mal noch eine Linie draus. So, zack, zack. Und jetzt wird es da natürlich sehr spannend, denn einmal angetestet, wir haben Pump nach oben gesehen. Nochmal angetestet, wir haben Pump nach oben gesehen. Nochmal angetestet, Fragezeichen wieder mit dem RSI Pump nach oben, dann würde uns das Ganze hier wieder Richtung 50.000 Dollar bringen. Also deshalb habt jetzt keine Panik, dass es hier jetzt irgendwie heißt, so von wegen, ja, jetzt kommt der große Bärenmarkt und wir gehen runter auf 15.000 Dollar, weil Leute, ich verfolge auch den Talk-Channel, ja, aber ich kann halt nicht immer da was reinschreiben, aber ich lese teilweise mit und macht euch da jetzt bitte nicht verrückt, ja. Nur weil man jetzt hier eine Korrektur gesehen hat von unserem Top nach unten von 23%. Ich meine, von hier unten nach hier oben hatten wir 78%, wo wir nach oben gebounced sind. Hat dann hier jeder gesprochen, ja, jetzt sind wir wie im Bullenmarkt, im Bullenmarkt. Also, ich finde es immer ein bisschen amüsant, weil jeder immer dann kaum fällt Bitcoin ein bisschen nach unten. Ja, jetzt geht's runter, jetzt geht's runter. Ich verkaufe und so weiter und so fort. Aber gut, das ist natürlich jedem das Seine. Dann gehen wir trotzdem noch mal ganz kurz auf Ethereum runter. Denn bei Ethereum wird es natürlich jetzt hier auch sehr spannend. Auf dem 4-Stunden-Chart ist es jetzt wirklich so, Leute, dass wir hier ganz wichtig, den Chart muss ich auch mal wieder aufräumen, hey. Dass wir hier, das können wir auch wegmachen, ganz wichtig, jetzt hier über die 2.900 Dollar bleiben, Leute. Das ist einfach jetzt hier eine ganz wichtige Zone. Die 2.900 Dollar, da müssen wir jetzt drüber bleiben. Ihr seht auch ganz gut, wir kämpfen jetzt bei Ethereum dran. Wir haben gestern sogar nochmal das 0382er Fibonacci-Level bei Ethereum angetestet. Habe ich sogar nochmal live in den Telegram-Channel reingepostet. Deshalb unbedingt da mal runterscrollen. Da findet ihr auch den Link zum Main-Channel und ganz wichtig auch noch das Giveaway-Gewinnspiel. Nehmt da auch noch teil. Den Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Auslosung ist am Sonntag. Ja? Also das wird jetzt bei Ethereum wichtig. Wenn wir dann hier weitergehen in Richtung Cardano, haben wir bei Cardano wieder perfekt unsere 2-Dollar-Marke angehittet, Leute. Und im Moment sieht es so danach aus, als würden wir hier gegebenenfalls hier einen schönen doppelten Boden bei Cardano reinkriegen. Aber ich habe euch auch gesagt, hier 2 Dollar, sehr guter Kaufzeitpunkt fürs HODL-Portfolio. Ich persönlich habe hier auch nochmal nachgekauft. Und jetzt schauen wir einfach mal, dass wir hier wieder hochkommen Richtung 2,20, 2,30. Solange die 2 Dollar nicht nachhaltig jetzt hier nach unten hinfallen, können wir keine tieferen Preise Richtung 1,80 oder 1,40 erwarten. Dafür ist einfach Cardano zu stark im Moment. Auch wenn es hier jetzt einen kleinen Abverkauf gab, aber wenn wir uns jetzt hier konsolidieren und gehe ich wirklich davon aus, dass wir hier wieder nach unten gehen, gegebenenfalls nochmal retesten und das Ganze hier dann weiter nach oben fortsetzen werden. Dann ganz wichtig, Solana, Leute, wir haben Solana genau meine Kaufzone hier unten bei 117 Dollar, die erste Kaufzone abgeholt gehabt. Ja, gestern bei 117 Dollar, wer das hier mitgenommen hat, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch, der kann sich hier schon mal wieder auf circa ja, 15% aufs Kapital freuen. Ganz wichtig, Leute, kommt einfach in den Main-Channel. Da habe ich das auch bei Solana reingepostet, wo wir noch hier in dieser Zone hier waren, dass wir gegebenenfalls es jetzt nochmal spannend wird und ob die 117 Dollar halten. Die haben gehalten. Ihr seht es auch hier an der linken Seite perfekt. Und wir sind wieder wichtig über diese Support-Box, weil wir hatten hier Support, wir hatten hier Widerstand, wir hatten hier nochmal Support. Und jetzt scheint es so, als würden wir hier sogar auf den 4-Stunden- Candle Bodies, ja, auch hier wieder perfekt hier unten Support reinkriegen. Das sieht jetzt für Solana erstmal nicht so schlecht aus. Dennoch, Leute, beachtet trotzdem, dass wir hier einen verdammt großen Downtrend haben bei Solana, der uns trotzdem immer noch hier Richtung unserer Ausgangsposition 80 Dollar bzw. 90 Dollar hier in diesem Bereich nach unten drücken könnte. Ja, dann schauen wir uns noch ganz kurz die Bitcoin-Dominanz an, weil da wird es jetzt dann natürlich auch spannend, denn wir gehen hier wieder weiter ein bisschen hoch. Wir hatten ja hier unseren Tiefpunkt bei ca. 40%. Ich habe euch ja auch gesagt, dass ich hier davon ausgehe, dass wir hier einen riesengroßen doppelten Boden formen. Im Moment sieht es wirklich danach aus. Wir traden im Moment hier bei 42% von der Bitcoin-Dominanz. Das solltet ihr auf jeden Fall auch mal ab und zu mal mit im Auge behalten. Aber das sieht jetzt hier erstmal nicht so schlecht aus, dass wir hier gegebenenfalls wieder höhere Preise Richtung 48, 50% sehen werden. Also Leute, das ist jetzt für heute wichtig. Für heute auf jeden Fall wichtig, habe ich euch gesagt, sollten die 40.599 Dollar sollten erstmal nicht fallen, weil das sieht dann sehr gut aus, meiner Meinung nach. Wenn das Ding fällt, gehe ich davon aus, dass wir sogar hier nochmal runter Richtung 33.000, 34.000 US-Dollar
gefallen könnten. Vielen Dank fürs Reinschauen, vielen Dank für euren geilen Support. Lasst gerne einen Kommentar da und wenn euch das Video gefallen hat, natürlich mal einen Daumen nach oben. Und in diesem Sinne hören wir uns spätestens heute im Telegram, falls sich hier was tut. Und ja, Leute, dann wünsche ich euch noch einen schönen Mittwoch, Bergfest. Ihr wisst Bescheid, haut rein, euer Basti. Ciao, ciao.